Ich stelle die drei noch mal ganz kurz vor. Sie können die längeren Lebensläufe auch in den Tagungsunterlagen nachlesen. Ich halte mich deshalb knapp. Zu meiner Rechten Martin Lauterbach, er ist Leiter des Referats Grundsatzfragen für Migration, Integration beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ist dort vor allem für das Thema Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen zuständig, arbeitet intensiv mit den Bundesländern und Kommunen zusammen. Herzlich willkommen. In der Mitte Zeynep Babadagi. Sie ist Unternehmerin und Geschäftsführerin des ambulanten Pflegedienstes Die Pflegezentrale. Ausgebildete Krankenschwester, absolvierte ein Masterstudium in Wound Care Management, Ausbilderin für Pflegeberufe und Geschäftsführerin des interkulturell ausgerichteten Pflegedienstes, den ich schon kurz benannt habe. Sie ist außerdem engagiert im Business-Netzwerk Migrantinnen, einem bundesweiten Zusammenschluss und einer Interessenvertreterin, Vertretung von Existenzgründerinnen mit Migrationshintergrund. Herzlich willkommen. Und last not least, Dr. Achim Derks. Er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. Der DIHK ist eine Dachorganisation von 79 deutschen Industrie- und Handelskammern und vertritt die Interessen der Wirtschaft gegenüber Entscheidern in der Bundespolitik und europäischen Institutionen. Und er ist außerdem Mitglied in der schon zitierten Kommission der Böll-Stiftung Perspektiven für eine nachhaltige Flüchtlings- und Einwanderungspolitik, weil wir überzeugt sind, dass es ohne Kooperation mit den Unternehmen nicht funktionieren wird. Herzlich willkommen. Frau Babadagi, ich würde gerne mit Ihnen sagen, beginnen. Sie haben ja jetzt mitbekommen, die kleine Kontroverse, die sich um den Begriff der Integration jetzt schon entsponnen hat. Können Sie damit was anfangen? Und ich meine, wie ist Ihr Blick darauf? Nehmen Sie das Mikrofon bitte. Okay. Für mich, ich glaube, ich habe die Integration verpasst. Weil ich habe sie gar nicht wirklich wahrgenommen, bin mit 7 Jahren gekommen. Es sind jetzt mittlerweile zu viele Jahre. Und ich glaube, dass die Gastarbeiterkinder das gar nicht so im Blick hatten wie die Kinder, die jetzt durch Kriege hierher flüchten. Die haben, glaube ich, gerade ganz andere Probleme. Also wir sind hier sehr unbedacht angekommen, also auch ich, erstmal für ein paar Jahre, das waren die Gedanken, und dann geht man halt wieder zurück. Jetzt ist es so, dass eben wir schon in der 4. Generation hier leben, also noch nicht mal 3, sondern 4. Generation Gastarbeiterkinder hier leben, und das wirklich auch schwierig ist, mit dem Blick auf die Flüchtlinge, die wir hierher bekommen, weil ich das auch in Duisburg sehr kontrovers erlebe. Also auch bei den Türken gibt es ein bisschen Rassismus, die eben hier schon lange leben und ihre Steuern zahlen und so weiter, die ja jetzt auch diese Flüchtlingspolitik mit unterstützen. Duisburg ist da, glaube ich, eh noch mal so ein besonderes Fleckchen. Genau. Also das ist wirklich im Moment sehr schwierig. Aber ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich hatte gerade einen Taxifahrer, der auch türkischstämmig war, der mich in Berlin hierher gefahren hat. Und er will halt irgendwann zurück, sagte er. Und er wird sich hier gar nicht mehr wohlfühlen. Jetzt auch durch die ganzen Geschichten, die hier passieren, würde er als Türke noch mehr auffallen als die Jahre zuvor. Wobei doch eigentlich die Flüchtlinge ein Thema wären. Ich habe gesagt, okay, nehme ich jetzt so zur Kenntnis und fragte mich, was ich tun würde. Ich habe gesagt, ich fühle mich hier wohl, ich habe kein Problem und ich habe auch eigentlich satt, immer diese Opferrolle einzunehmen. Ich bin Täter, sitze hier, also Täter im Akteur, positiven Akteur, Sinne. Ja, Subjekt. bitte, also Täter ist ja auch hier in Deutschland immer ein gefährliches Wort, aber ich bin dann eher lieber aktiv, setze mich nicht hin und lege die Hände auf den Schoß und warte, dass andere für mich was tun. Können Sie uns noch mal ganz kurz vielleicht Ihren Weg schildern? Gab es da irgendeine besondere Weichenstellung, die Sie dazu gebracht haben, Unternehmerin zu werden? Und welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht? Also ich habe nur
nur gute Erfahrungen gemacht. Und ich sage es immer wieder, ich bin jetzt 11 Jahre selbstständig. Wir sind ein Multikulti-Team mit Multikulti-Patienten, wobei der größte Anteil deutschstämmig ist. Aber ich wäre halb so erfolgreich in Duisburg, wenn ich nicht Migrantin wäre. Wir haben 80 Pflegedienste. Wir haben die IHK, also auch bei uns, mit denen ich auch sehr eng zusammenarbeite. Und ich bin ja heute stellvertretend zum Beispiel für PETEC hier. Das ist ein Business-Netzwerk eben, wo nur Migrantinnen, selbstständige Migrantinnen sind, die sich wirklich gegenseitig eben befruchten, unterstützen mit dem, was sie können und wissen. Und das ist eine Riesenbereicherung gewesen. Also ich habe Vorteile, die ein rein deutscher Pflegedienst zum Beispiel erstmal nicht hätte. Vielen Dank. Ich würde gerne mit Martin Lauterbach sagen, weitermachen. Ich meine, dieses letzte Jahr war ja ganz außergewöhnlich und turbulent. Das war wirklich eine exzeptionelle Erfahrung in vieler Hinsicht. Politisch, aber auch gesellschaftlich, wenn man diese enorme Welle von Hilfsbereitschaft und Solidarität sich anguckt, und dann diese Ernüchterung, die gegen Ende des Jahres eingesetzt hat. Was wäre denn Ihre Bilanz? Welche Schlussfolgerungen, denken Sie, könnten oder sollten wir aus den Erfahrungen des letzten Jahres ziehen? Ja, also wir sind ja noch mittendrin sozusagen. Also von daher ist es für eine Bilanz wahrscheinlich auch ein bisschen früh. Ich denke, wenn man darüber nachdenkt, immer einmal kurz zurück an die 90er Jahre, als wir die erste große Asylzuwanderungsbewegung hatten. Und da kann man sagen, ist im Vergleich zu dem, was damals war, schon einiges gelungen. Wir waren in den 90er Jahren noch so, ich sage immer, ein Einwanderungsland in Verweigerungshaltung. Das war ja so das politische Mantra, dass man gesagt hat, wir sind kein Einwanderer, wir sind kein Einwanderer, wir sind kein Einwanderungsland. Also ich esse meine Suppe, ich esse meine Suppe, ich esse meine Suppe nicht. Ich bin übrigens der Meinung, wenn ich das in Klammern noch sagen darf, wenn mal die Geschichte der Bundesrepublik aufgeschrieben wird, dann wird das wahrscheinlich als eine der größeren Fehlleistungen in die Geschichtsbücher eingehen, so lange damit gewartet zu haben. Das war die Situation, als die erste große Flüchtlingsbewegung nach Deutschland kam und uns sozusagen in die stabile Seitenlage gebracht hat von der Verwaltung her. Da war noch nichts vorbereitet. Da war noch nichts vorbereitet, da gab es keine Integrationspolitik auf Bundesebene, da gab es auch dieses politische Bekenntnis nicht, da war das politische Handling auch ein ganz anderes. Das haben wir jetzt, da gab es auch keinen, wir schaffen das jetzt von der Bundeskanzlerin, so eher im Gegenteil, so, da dominierte von Anfang an so eine gewisse des Bootes voll Rhetorik. Also da sind wir einen Schritt weiter gekommen. Jetzt haben wir zumindest Strukturen, auf die wir zurückgreifen können. Es gibt ein Integrationsgrundangebot auf Bundesebene, das hat sich, weil Herr Pavkovic von Stuttgart da sitzt, das hat sich auf kommunaler Ebene ein wirklich stabiles Netzwerk entwickelt, auf das man jetzt zurückgreifen konnte. Das ist natürlich jetzt trotzdem noch, wir sind jetzt im Moment im Stresstest, weil auf die große Zahl wir einfach nicht vorbereitet waren, das muss man ganz klar so sagen. Und ich sage mal so ein bisschen, ja, wir waren jetzt im letzten Jahr so im Helene-Fischer-Modus, also atemlos durch die Nacht und müssen halt jetzt gucken, dass wir da aus dieser Schnappatmung jetzt erstmal rauskommen, dass wir die Grundversorgung jetzt sichergestellt haben, auch mit Integrationsangeboten arbeiten wir gerade dran. Was ich mir aber für die Zukunft wünschen würde, und auf der anderen Seite war diese große Herausforderung auch wirklich eine Chance, weil es jetzt nochmal einen Paradigmenwechsel gegeben hat. Wenn wir vielleicht noch drüber sprechen, ich spreche über das Thema Asyl und Arbeitsmarkt. Das war ja auch in den 90er Jahren noch eine No-Go-Area, eine politische. Wir haben 2013 noch ein Arbeitsmarktzugangsverbot von einem Jahr gehabt. Also während des laufenden Asylverfahrens waren die Leute sozusagen gehindert, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das hat sich dramatisch geändert. Also da sind jetzt mittlerweile politisch Sachenkonsens, die hätte ich mir vor 3 Jahren als Mitarbeiter der Verwaltung noch gar nicht aufschreiben trauen. Ich kann mich gut erinnern, als wir mit der Bundesagentur zusammen so 2014 so mit Lockerungsübungen in die Richtung angefangen haben, dass wir sagen, wir holen die Asylbewerber schon während des laufenden
und fahren schon bei der Antragstellung ab und gucken, was bringen die an Kompetenzen mit, wie kann man die fördern, wie kann man den Arbeitsmarktzugang erleichtern. Da sind wir noch sehr, sehr, sehr kritisch beäugt worden von den Innenpolitikern der Nation. Das ist mittlerweile Allgemeingut. Das wird also jetzt, also dieses Prinzip des Early Interventions, dass man eben früh anfangen muss, dass man früh ansetzen muss, um nicht Chancen zu verpassen und die Leute nicht in Untätigkeit zu lassen. Das hat sich mittlerweile als Gemeingut, zumindest zu den, also mit den Asylbewerbern, mit der berühmten guten Bleibeperspektive durchgesetzt. Das ist auch nochmal so ein kontroverses Konzept, ich weiß. Aber zumindest haben wir da einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Auf dem Weg müssen wir jetzt weitergehen. Was wir, denke ich, auch noch gelernt haben und was auch noch ein Unterschied zu den 90er Jahren ist, dass wir eine unglaublich breite gesellschaftliche Koalition haben, und zwar vor allem natürlich von den Ehrenamtlern. Wir haben, na klar, also ohne die Ehrenamtler wäre jetzt im letzten Jahr gar nichts gegangen. Da hätten wir das alles nicht hingekriegt, aber eben auch, und das ist auch ein Unterschied, von den wirklichen Einflussnehmern. Ja? Also Herr Dex sitzt ja auch hier, also von den großen Wirtschaftsverbänden. Da gibt es eine breite Koalition des guten Willens. Wir haben auch einen Arbeitsstab, BDA, BDI, die IHK ist zusammen mit Unternehmensvertretern, und das sind dann ähnliche Veranstaltungen wie hier, und da ist die Bude jedes Mal voll. Das ist was ich in der Form jetzt, sagen wir mal, noch nicht erlebt habe. Also diese breite Koalition, das Ineinandergreifen der Maßnahmen, da können wir, glaube ich, noch besser werden, weil im Moment ist eher so, dass alles so aus dem, wenn Sie mich nach der Zukunft fragen, dass alles so parallel jetzt aus dem Boden sprießt und wir jetzt mal gucken müssen, dass wir das Zeug wieder zusammenführen. Und was ich mir wünschen würde für die Zukunft, ist halt wirklich genau diesen breiten Konsens, dass man eben sich jetzt mal hinsetzt, wenn wir das alles einigermaßen wieder in geordneten Bahnen haben, zu sagen, was haben wir denn wirklich jetzt daraus gelernt? Denn das haben wir nach der Bewältigung der Lage in den 90er Jahren aus meiner Sicht nicht genügend gemacht. Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Ich nehme Sie jetzt einfach mal als jemand, der mit dieser institutionellen Kompetenz, sagen der Bundesanstalt, es gibt ja im Grunde noch eine, wenn ich das richtig verstehe, eine ausstehende Entscheidung im Hinblick auf die Statusfrage Flüchtlinge. Wenn man nach den Mindestnormen der Genfer Flüchtlingskonvention geht, dann haben sie ja nur ein vorübergehendes Schutzrecht. Ja? Und Schweden ist jetzt genau auf dieses Minimum zurückgegangen, zu meinem Schrecken. Also nur noch 3 Jahre vorübergehendes Schutzrecht, im Grunde keine Integrationspolitik für Flüchtlinge. Wie sehen Sie das? Also welche Art von Entscheidungen steht da jetzt noch an, auch um Rechtssicherheit auf allen Seiten zu schaffen? Sozusagen, welche Ansprüche können Flüchtlinge geltend machen und worauf müssen sich Behörden, Wirtschaft und so weiter einstellen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also in der Tat ist es so, dass das Perspektive natürlich für einen Aufenthalt wichtig ist. Wir haben also in der Praxis, also hoffe ich zumindest, dass es in der Praxis kein Problem sein wird, denn ich habe mir mal die Widerrufstatistiken zum Beispiel angeguckt, die tatsächlich dann zu einer Aufhebung der Aufenthaltstitel führen. Das ist eine verschwindend geringe Zahl. Wir haben im Gegenteil jetzt in den letzten Jahren die Entwicklung gehabt, dass die Integrationsleistungen, die angeboten werden, dass da die subsidiären Schutzformen gleichgezogen haben mit dem Schutz nach der Genfer Konvention. Also dass da gleichberechtigter Arbeitsmarktzugang da ist, dass Zugang zu den Integrationskursen und was alles dranhängt da ist, dass also von den Rechtsfolgen her kein Unterschied mehr ist, allerdings, also was das Integrationsangebot angeht, allerdings, was die Aufenthaltsdauer angeht, das ist in der Tat noch unterschiedlich, und da wird es aus meiner Sicht auch dabei bleiben. Vielen Dank. Herr Derks, Perspektive der Wirtschaft, das ist ja interessant, zumindest noch. Im Gegensatz zu früheren Phasen unserer Geschichte, wo sagen die Wirtschaft doch eher eine Kraft war, die den politischen Nationalismus gefüttert hat, tritt die Wirtschaft heute kosmopolitisch auf und eher internationalistisch. Gibt es da einen klaren Konsens? Wir wollen Einwanderung, wir brauchen Einwanderung und wir sind auch mitverantwortlich dafür, dass Einwanderer und Flüchtlinge hier Fuß fassen können? Also ich glaube, die internationale Perspektive ist ja gerade in der deutschen Wirtschaft irgendwie eine prägende schon ganz lange. Und ich meine, ich bin jetzt bei uns seit 20 Jahren dabei und ich habe das zumindest noch nicht anders erlebt. Ich weiß noch, ganz am Anfang haben wir sozusagen, als die
große fremdenfeindliche Aktionen kurz nach der Wende waren, uns auch schon sehr dezidiert dagegen ausgesprochen und auch durchaus neben den menschenrechtlichen Aspekten durchaus die wirtschaftlichen Facetten ganz bewusst auch ergänzt und gesagt, das ist nicht das Entscheidende, aber es ist auch für den Standort Deutschland kein gutes Signal. Also ich glaube, da sind wir schon lange unterwegs. Wir sind auch lange unterwegs dabei, dass wir sagen, wir brauchen qualifizierte Zuwanderung. Das ist ja ein Thema, was uns auch mindestens die letzten 15 Jahre begleitet und wo ich auch schon öfter erlebt habe, dass wir sozusagen mit Innenpolitikern mancher Parteien weniger sozusagen gleicher Meinung waren als vielleicht mit manchem hier im Saal. Also das ist, glaube ich, jetzt keine neue Entwicklung. Was allerdings wirklich neu ist, ist natürlich für uns das Thema Flüchtlinge, Geflüchtete, Menschen auf der Flucht, mit denen wir uns beschäftigen. Das war im letzten Jahr, als die Zahlen dann hochgingen, tatsächlich ein neues Feld. Also wir haben uns lange mit dem Zuwanderungsrecht beschäftigt, mit Blick auf die Beschäftigungsmöglichkeiten für diejenigen, die hier arbeiten wollen und gesagt, Leute, jetzt macht hier mal die Grenzen ein bisschen weiter auf. Die Leute rennen uns ja nicht in Buden ein, sondern wir müssen sowieso uns anstrengen, dass jemand herkommen will, allein schon, weil das Wetter, mal abgesehen von heute und gestern und so, vielleicht im Schnitt nicht so gut ist. Also das war ein Thema, aber die Flüchtlinge waren kein Thema. Und ich weiß noch, wie wir im letzten Jahr uns reingekämpft haben in die doch sehr komplizierten Regelungen, die es da gibt. Ja, Geduldete und Asylbewerber und subsidiär Schutz und Genfer Flüchtlingskonvention. Das kannte bei uns tatsächlich bis letztes Jahr kaum einer, weil wir auf der anderen Straße da unterwegs waren. Pro Zuwanderung, aber eine andere Facette. Und wir haben dann in der Tat aber einfach auch von vor Ort, wir sind ja nun mal eine regional verankerte Organisation, ganz klar auch gemerkt, okay, wir müssen jetzt einfach was machen. Da kommen viele Menschen und wir haben uns in der Pflicht gesehen, genauso wie viele andere auch. Das ist ja mehrfach angesprochen worden, das war und ist vielfach ehrenamtliches Engagement und einfach die Suche nach kreativen Lösungen. Der Lauterbach hat schon angesprochen, irgendwann müssen wir mal in die Phase kommen, dass wir ein bisschen sortieren, was hat sich bewährt und was nicht. Aber im Moment ist das noch kunterbunt. Ich habe hier so eine kleine Broschüre, da hat man jede IHK ein Projekt, was sie mit Flüchtlingen macht, reingeschrieben. Manche machen auch mehrere, aber das ist total bunt. Und ich glaube, da zeigt sich aber, Unternehmen wissen, dass sie am Ende sozusagen von so einem Welt, von einem offenen Land, von einer offenen Gesellschaft, um sozusagen ihre Anlehnung an den Popper aus der Einführung nochmal aufzugreifen, dass sie die brauchen und dass sie davon leben. Und von daher ist das in den Entscheidungszentralen, auch bei den Familienunternehmen, absolut fest verankert. Ansonsten, und da will ich jetzt auch nicht drum herum reden, gilt natürlich, die Unternehmerschaft ist im Zweifel dann doch auch ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Und da gibt es Sonne und solche. Ja, da gibt es also welche, die wählen auch Grüne. Gibt und da gibt es auch welche, die wählen AfD. Und jetzt, ich weiß aber, wenn ich mit ehrlichen Gewerkschaftern spreche, die sagen das ist bei uns auch nicht anders. Ne? Also deshalb, das gehört natürlich auch dazu. Ja, das ist schon richtig. In Dresden gab es Gewerkschafter bei den Montagsdemos und bei den Gegendemonstrationen. Auch nicht anders. Ja, da gab es auch den Spruch bei Pegida, IHK, IHK Volksverräter. Also von daher, da sind wir alle dabei. Vaterlandslose Gesellen. Gut. Frau Babadagis, ich bin so gestolpert, also im positiven Sinne von Aufmerksamkeit, als ich gelesen habe, dass Ihr Unternehmen interkultureller Pflegedienst sagen heißt. Was bedeutet das in diesem konkreten Feld? Also wie müssen wir selbst als Mehrheitsgesellschaft unser interkulturelles Verständnis verändern, wenn es um diese sensiblen Fragen von persönlichen Dienstleistungen geht? Also ich würde interkulturell gleichsetzen mit individuell. Und das müssen wir in der Wirtschaft sowieso, weil eben jeder Kunde und leider ist es halt auch Gesundheitsmarkt mittlerweile. Das heißt, auch wir verkaufen Dienstleistungen und müssen dann halt schauen, dass wir zum Beispiel mal dem russischen Patienten die Schwester, die eben Russisch spricht, hinschicken, damit er mal wieder Freude hat. Oder auch für den türkischen Patienten, wenn er im Sterben liegt, das wirklich nach Möglichkeit durch die türkisch sprechende Schwester, die Sprache, die letztendlich Religion und alles individuell für diesen Patienten durch die Sprache natürlich auch mehr erbringen kann, halt auch leisten. Also interkulturell finde ich sowieso sehr komisch. Ich meine, als Wort, aber individuell müssen wir überall. Also ansonsten können wir auch nichts verkaufen.
Wenn Sie das auf Bildung übertragen, wo würden Sie da sagen, muss man differenzieren, wo muss man eingehen auf kulturelle oder religiöse Besonderheiten und wo muss man sagen, da gibt es allgemein verbindliche Normen im Schulunterricht zum Beispiel? Ja. Ich finde das auf allen Ebenen wichtig. Ich finde es immer sehr erschreckend. Ich unterrichte in allen Krankenhäusern in Duisburg in den Ausbildungsjahrgängen 1 bis 3 Krankenpflege und Altenpflege. Und wenn ich dann vor diesen jungen Menschen sitze und die dann erstmal interkulturell abhole, wo sie stehen, müssen die erstmal ihre eigene Herkunft benennen. Also beim letzten Mal war es wirklich ein Kurs mit 26 Teilnehmern und da waren 2 Deutsche, 2 Türken und der Rest war polnischstämmig. Ja? Und die waren selber überrascht als Gruppe, wie bunt und wie gemischt sie sind. Das heißt, man muss erstmal, glaube ich, wirklich nochmal aufeinander zugehen. Wir sind zwar seit 40, 50 Jahren hier, egal welcher Gastarbeiter das ist. Wir leben nebeneinander her und auch die Jugend kennt weder den Glauben noch die Herkunft richtig und in welcher Zusammenstellung auch wir hier leben. Die haben immer noch vom Hören sagen, wie Türken leben, wie Türken wohnen. Und wenn ich dann in die Runde frage, und das könnte ich hier ja auch, jetzt sind wir ja zum Glück eine Gruppe, die wahrscheinlich sehr individuell ist, weil Sie, die hier alle sitzen, sind eh besondere Menschen, sonst würden Sie nicht an so einem Tag hier teilnehmen. Wer von Ihnen hat eben türkische Freunde? Wenn ich das in der Runde in meinem Unterricht frage, dann gehen ein paar Hände hoch und dann sage ich aber nicht auf Facebook. Also Freundschaft bedeutet für mich Menschen, die mich einladen, die ich einlade, mit denen ich esse, trinke, am Tisch zusammensitze und auch persönliche Dinge teile. Dann gehen fast alle Finger runter, bis auf die 2 Türkinnen, die natürlich türkische Freunde haben. Und das ist dann erschreckend, wenn wir Anfang 20-Jährige haben, die wirklich eben nie diesen Kontakt hatten, mal auch sich kennenzulernen. Natürlich kann man jetzt sagen, ich habe 80 Millionen Menschen zur Auswahl, wenn ich als Deutsch-Türkin Freunde deutscher Herkunft suche. Der Deutsche hat natürlich nur 1,5 Millionen Türken zur Auswahl. Oder auch wenn man alle anderen Nationen nennt, wir sind 20 Millionen Ausländer letztendlich, dann ist die Wahl schon knapp. Aber wir müssen irgendwie schaffen, dass wir in der Schule, in der Ausbildung, dass mehr interreligiös und wirklich individuell auch ein bisschen auf die Menschen zugehen. Ich muss jetzt nochmal nachfragen, also ist die Frage, wenn man jemanden sagen, neu kennenlernt, sei es in der Klasse oder sagen Beruf, wo kommst du her, nicht per se rassistisch? Ist nein, also ich sehe das nicht rassistisch. Also ich werde auch gefragt, wenn ich dann irgendwo in der Runde stehe und muss dann manchmal Ehrenamtler in der Hospizarbeit, das sind nur Deutsche meistens, also da sind leider Migranten noch nicht angekommen, leider, aber da arbeiten wir ja dran, dann wird auch immer gefragt, wo kommen Sie her? Dann sage ich immer, aus Mülheim an der Ruhr. Ja, natürlich sieht mein Aussehen nicht nach Mülheim an der Ruhr aus, aber ich nehme das nicht mehr persönlich. Und dann kommt natürlich irgendwann die Frage, wie bei dem jungen Mann, wo kommen Ihre Eltern her? Klar, aber das nehme ich nicht mehr persönlich. Und natürlich immer der Standardspruch, Sie sprechen aber gut Deutsch. Dann sage ich immer, Sie auch und für das, was Sie jetzt hier machen müssen, reicht's. Weil dann bin ich auch nicht mehr freundlich, weil ich finde, nach 40, 50 Jahren sollte man diese Sprüche eigentlich weglassen. Mir fiel auf, dass Sie so ganz selbstverständlich, als Sie von Ihren Schülerinnen und Schülern gesprochen haben, von Deutschen, Türken, Polen, Syrern, wie auch immer, sagen, gesprochen haben, die weibliche Form beziehen wir jetzt mal gedanklich ein. Also wie stark bestimmt denn diese Herkunft noch die Identität? Und ich meine, wie ist das für Sie? Sie haben deutsche Staatsbürgerschaft. Also wie definieren Sie sich denn? Ich bin Deutsche mit türkischen Wurzeln. Für mich. Das ist meine Definition für mich. Weil, wenn ich für mich überlege, ich rechne noch auf Türkisch, ja. Weil ich habe die erste Klasse in der Türkei besucht und die Zahlen manchmal, wenn ich rechne, geht das auf Türkisch besser. Aber ich träume auf Deutsch. Ich rede viel lieber Deutsch. Natürlich habe ich 2 Söhne, die ich gerne bilingual erziehen möchte und versuche zu Hause nach Möglichkeit mit ihnen Türkisch zu sprechen. Es fällt mir sehr schwer, weil das Deutsche einfach viel schneller dann über die Zunge fluppt. Aber schimpfen tue ich gerne auf Türkisch. Und wie ist das bei Ihren Schülerinnen und Schülern, jedenfalls bei denen, die schon
entweder hier geboren sind oder schon sagen länger leben, sehen Sie da, sondern würde zumindest ein Teil von denen auch so selbstverständlich sagen, ich bin Deutscher? Sagen wirklich viele, das überrascht mich auch. Die sind ja auch wirklich, also zum Teil im Alter meiner Kinder hätte ich früh genug angefangen. Ja, und so mit Anfang 20, dass sie schon sagen, Deutsch, die sind noch in den Ferien ab und zu in der Türkei, aber wenn ich jetzt die ganze Mischung an sich sehe, im Moment, wenn ich unterrichte, sind alle sehr nationalistisch. Die polnischen Wurzeln sind jetzt im Moment polnisch, die Deutschen echt deutsch, die Türken beim richtig Fußball. Fußball. Ne? Wobei ich sage, ich bin zwar jetzt mit der Türkei ausgeschieden, aber Deutschland ist ja immer noch drin. Also ich kann nur gewinnen, so oder so. Von daher warte ich jetzt ab. Vielen Dank. Herr Lauterbach, was würden Sie denn sagen? Wie weit sind wir auf dem Weg zu so einem neuen Verständnis, einem multiethnischen Verständnis von Nationen? Also sagen, dass Deutschsein nicht mehr definiert wird im Wesentlichen durch Herkunft, Abstammung, kulturelle Tradition, sondern durch Zugehörigkeit zu einer politischen Gemeinschaft? Das ist jetzt eine gute Frage. Also da müssen Sie wahrscheinlich vertieft am besten mit Frau Forutan sprechen, die ja noch auf dem Podium, die kommt ja noch, die da dieses alles sehr, sehr viel besser ausführen kann. Ich glaube, ist so ein bisschen, was Sie in Ihrer Eingangsrede gesagt haben. Das ist so in dem, was so jetzt so in der Elite oder in der an den Leuten, die sich bewusst mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, da kommt sowas durchaus an. Wir merken aber auch, und das, auch das hatten Sie ja angesprochen, dass das noch nicht so in einem breiten Konsens tatsächlich verankert ist. Und dieses andere immer noch abrufbar ist. Das merkt man auch überall in der ganzen Welt. Westlichen Welt. Sie haben ja die Auseinandersetzungen angesprochen, die überall geführt werden. Ich meine, es ist kein Zufall, dass Donald Trump Präsidentschaftskandidat ist. Also das stellt auch nochmal die Frage der Integrationspolitik nochmal neu. Wer integriert denn wen wo rein? Man kann auch sagen, wir bräuchten mal Integrationspolitik für ärgerliche ältere Männer, weiße, so. Die ist noch nicht. Aber das ist. Und ich glaube, das zeigt aber halt, dass diese Debatte einfach noch nicht wirklich ausgestanden ist. Und man darf die Leute auch nicht irgendwie von oben herab dann belächeln, so nach dem Motto, ihr habt es halt einfach noch nicht kapiert. Und ich erkläre euch jetzt mal, wie es richtig ist. Und da spielt, glaube ich, diese Sache, man kann es dann so im Jargon Kontakthypothese nennen, wirklich eine entscheidende Rolle. Weil man merkt ja immer da, wo die wenigsten Leute miteinander zu tun haben, da ist wirklich der Rassismus und Nationalismus am größten. Und je mehr man das miteinander einübt, die Verschiedenheit, desto besser funktioniert das Ganze und desto selbstverständlicher wird es auch. Das ist aber letztendlich jetzt keine, also wenn das Bundesamt das jetzt auch noch richten soll, da bin ich jetzt, bitte ich jetzt um Verständnis, dass wir dafür jetzt nicht zuständig sind, also ein Argument zu bringen. Jetzt stelle ich nochmal eine Frage der politischen Führung. Okay. Aber das wollte ich noch sagen, weil da. Ja, nicht nur der politischen Führung, sondern auch der zivilgesellschaftliche, also genau. So Stiftungen aber, und NGOs genau. Und Kirchen und so. Dann stelle ich Ihnen jetzt nochmal eine Fachfrage, für die Sie zuständig sind. Sie befassen sich ja, soweit ich das aus Ihrer Kurzbiografie gesehen habe, vor allem mit Arbeitsmarktintegration. Es gibt ja sehr unterschiedliche Prognosen jetzt im Hinblick auf die Flüchtlinge. Zum Teil gestützt auf Erfahrungswerte von früheren Asylgenerationen. Wie schnell gelingt die Integration in den Arbeitsmarkt, da kann man, glaube ich, tatsächlich von Integration sprechen. Und was sind die entscheidenden Weichenstellungen dafür? Also ich habe so eine Statistik im Kopf, dass es im Schnitt 5 Jahre braucht und dann immer noch nicht 100%. Aber das ist ja ein sehr langer Weg. In der Tat, also da muss ich jetzt auch nochmal den großen amerikanischen Philosophen George W. Bush zitieren, der gesagt hat, Prognosen sind besonders dann schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen.
Das ist in der Tat was, wo ich im Moment keine belastbare Zahl, also ich habe auch die Zahl von 5 Jahren scheint mir ein realistischer Zeitrahmen. Es gibt verschiedene Studien, die genau das auch sagen. Das ist aber schon eine Botschaft, die man auch, denke ich, jetzt auch im politischen Raum durchaus setzen muss. Integration ist halt einfach ein Prozess, der Zeit braucht und es wird nicht über Nacht gehen. Und da haben wir, glaube ich, im September letzten Jahres war da ein bisschen eine Fehlkommunikation, dass man immer gesagt hat, oh, jetzt kommen aber die fertig ausgebildeten Fachkräfte und die machen das hier das Demografieproblem weg und jetzt geht's und so einfach, das zeigen halt alle Erfahrungen, so einfach ist es halt einfach nicht. Ich meine, wenn jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter Arabisch lernen müsste, ich würde ganz schön dumm gucken und dann in 2 Jahren sozusagen in den Arbeitsmarkt ankommen sollen. Das zeigen auch die Zahlen, soweit ich sie jetzt kenne, aus den OECD-Ländern. Ich will vielleicht 2 Beispiele nennen. Wir haben unsere eigene Forschungsgruppe, die hat jetzt mal geguckt, was sind denn die Integrationsverläufe von Leuten, die bei uns schon einen Status bekommen haben, also der Anerkannten. Die haben eine Befragung gemacht von jetzt Schutzberechtigten, die 2009 bis 2012 in dem Zeitraum ihren Schutzstatus bekommen haben und haben dann geguckt, wie sind denn die Integrationsverläufe. Und da sind nur 36,5% im ersten Arbeitsmarkt tatsächlich angekommen und überwiegend in den eher niedrig qualifizierten Branchen, Logistik, Reinigungskräfte, Gaststätten und so weiter. Gleichzeitig hat die Studie aber gezeigt, dass genau das, nämlich besser im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, dass genau das der größte Wunsch der betroffenen Personen ist. Dass da also die Schere am weitesten auseinandergeht. Dass also hier, dass das wirklich, und das ist was, was mich hoffnungsfroh stimmt, natürlich, und was mich zweitens hoffnungsfroh stimmt, dass man jetzt eben kapiert hat, dass man früh und systematisch anfangen muss. Und auch das ist was, wo sich jetzt verschiedene, ich war am Mittwoch beim Treffen in Brüssel, wo sich verschiedene EU-Staaten jetzt seit mehr Flüchtlinge aufgenommen haben, in eine relativ ähnliche Richtung unterwegs sind, dass man eben sagt, wir müssen früh gucken, was bringen die Leute mit, wir müssen sie früh in die Sprachförderung bringen, wir müssen auch Spracherwerb und Arbeitsmarktintegration besser verzahnen, da sind wir gerade mit der Bundesagentur dabei, dass es halt auch so nicht nur Deutsch lernen am Anfang ist, sondern dass es auch vormittags Deutschkurs, nachmittags Praktikum, dass es solche Angebote verstärkt gibt, dass wir die berufsbezogene Sprachförderung weiter ausbauen, die auch diesen Praxisbezug immer gleich damit hat, weil ich glaube, das ist auch nochmal was man verstehen muss, wenn solange die Leute auf der Flucht sind, sind sie ja irgendwie in charge. Da müssen die täglich irgendwie 1000 Entscheidungen treffen und da haben sie so das Leben in der Hand und dann treffen sie auf ein System und haben erstmal nichts zu tun. Und da muss man die natürlich, da sind sie erstmal müssen sie den ganzen Verwaltungsprozess durchlaufen und das macht es aber auch für die Leute schwierig, sozusagen so einen Integrationskurs dann durchzustehen, weil wenn sie nur Deutsch lernen und sozusagen nichts zu tun haben, weil die wollen halt in den Arbeitsmarkt ankommen. Das ist das, was mich optimistisch macht. Letzter Punkt noch, dass es sich um überwiegend junge Zuwanderung handelt. Das kann auch eine Chance sein, weil gerade über die Ausbildung und so weiter, weil man die Leute da noch ganz gut abholen kann. Und da sind ja auch schon viele Maßnahmen jetzt auch von den Kollegen aus der Wirtschaft jetzt und auch die politischen Rahmenbedingungen haben sich ja hier auch schon geändert. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe eine Geschichte wollte ich noch erzählen, wenn ich darf, zum Herrn Derks. Ich habe selten so viel echte Willkommenskultur erlebt wie bei der Handelskammer Niederbayern-Oberpfalz. Und da muss man sagen, da hätte ich das in der Form nicht erwartet, hat so ein Malermeister dann gesagt, also politisch völlig unkorrekt, also ich habe mit so einem Flüchtling ja noch nie was zum Tor gehabt. Ich warte übrigens einmal, wenn ich in Berlin bin, auf die Ansage, Sie sprechen aber gut Deutsch, weil ich komme wieder Poetry Slammer aus Bayern, aber egal. Und mit so einem Flüchtling noch nie was zum Tor gehabt, aber jetzt muss ich sagen, den Mahmud, den gehen wir nimmer her. Und damit hat man natürlich einen Multiplikator vor Ort, der wirklich was reißt. Und so Leute braucht man einfach und dann wird es auch gelingen. Aber wie gesagt, die Integration der Prozess wird Zeit brauchen und das muss man auch ganz, ganz klar so sagen. Vielen Dank. Herr Derks, ich würde gerne nochmal an der Spur ein bisschen weiter diskutieren. Jetzt mit Blick auf die früheren Einwanderungsgenerationen. Ich rede jetzt nicht von Flüchtlingen. Etwa die türkische Immigration seit Ende der 60er Jahre. Würden Sie denn sagen, das war eine Erfolgsgeschichte im Hinblick auf Integration in den Arbeitsmarkt und die von mir beschworene Metapher des sozialen Fahrstuhls? Also in der alten Einwanderungsdiskussion, vor allem in den angelsächsischen Ländern, hieß es ja immer,
die erste Generation, die ankommt, die schuftet sich den Buckel krumm. Die zweite Generation macht schon den Aufstieg über Bildung. Und die dritte Generation landet dann auch in den oberen Etagen. So. Das ist nicht unbedingt das Bild, was ich so habe aus der bundesdeutschen Einwanderungsgeschichte. Nein, also mir hat jetzt letztens auch ein Sozialwissenschaftler, der Flüchtlinge in Aufnahmeeinrichtungen interviewt hat, mit seinem Forschungsinstitut gesagt, er macht sich um diese Generation derjenigen, die jetzt kommen, auch die jetzt im letzten Jahr gekommen sind, eigentlich gar keine Sorgen. So ähnlich wie Herr Lauterbach formuliert hat, die wollen und die sind ja auch deshalb hier, weil sie sich auf den Weg gemacht haben. Er sagt, ich mache mir immer Sorgen eigentlich an der Schwelle zur zweiten Generation, dass es da so, wenn wir das bis dahin nicht geschafft haben, dann eben einen extremen, sozusagen auch kulturelle Spaltung gibt, weil man sich dann umorientiert, vielleicht auch in Richtungen, die kulturell uns jetzt dann auch vielleicht doch nicht unbedingt gefallen. Ich glaube, wir haben mit der sogenannten Gastarbeitergeneration, was ja interessanterweise zum Teil auch stimmt, das wird immer übersehen, es sind ja auch Millionen tatsächlich hier gewesen, die wieder in die Türkei zurückgegangen sind. Wir haben, ich finde es immer schwierig, auf der einen Seite ist es gut gelungen, jetzt beschreibe ich die Geschichte mal so, weil bei aller Diskussion um Parallelgesellschaften und so weiter und so fort haben wir ein verdammt friedliches Miteinander in Deutschland. Das wird dann manchmal übersehen. Ich habe auch eine Parallelgesellschaft insofern, dass ich vielleicht mit manchem Opernliebhaber nichts zu tun habe, weil ich für Opern nichts übrig habe und ich bin auch nicht jeden Tag in der Ostkurve bei Hertha. Da sind meine Jungs vielleicht, aber mit der Parallelgesellschaft kann ich auch nichts anfangen. Also ist ja auch nicht schlimm, wenn man nebeneinander herlebt und nichts miteinander zu tun hat. Das ist ja auch Teil einer freien Gesellschaft, dass man genau das machen kann. So gesehen hat da vieles geklappt. Ich bin auf der anderen Seite immer noch total frustriert, auch nachdem wir 15 Jahre alles versucht haben, dass es uns diese Integration, gerade auch der zweiten Generation und dann jetzt auch schon der dritten Generation, so in die berufliche Bildung nicht wirklich gut gelungen ist. Was wir alles gemacht haben, also wir sind durch die Moscheen getigert, wir haben sozusagen junge türkischstämmige Menschen mit Ausbildung sozusagen als Beispiele in die Schulen geschickt. Wir haben natürlich in den Großstädten, in den IHKs, die auch türkisch sprechen, für die Ausbildungsberatung, für die Werbung und so weiter. Aber das ist zum Beispiel so eine kulturelle Hürde nach dem Motto, solltest sofort arbeiten und Ausbildung ist nichts. Die ist ganz schwer zu nehmen und die haben wir auch noch nicht geknackt. Jetzt kann man auch sagen, wir haben auch noch nicht geschafft, dass die Mädchen mehr technische Berufe machen. Also wir haben auch noch andere Dinge nicht geschafft. Bleiben wir halt dran. Umso wichtig ist aber, das sind ja die Lehren, dass wir bei diesen Dingen jetzt wirklich gucken müssen, dass wir es zumindest besser machen. Deshalb finde ich es so wichtig, dass Berufsorientierung schon in den Integrationskursen eine Rolle spielt, was bislang noch nicht so der Fall ist. Denn die jungen Leute, die hier kommen, 60% oder 30%, die wollen auch alle sofort arbeiten. Nur das wird erstens oft nicht gelingen, denn die Jobs, sozusagen die Mindestlohnjobs oder die geringqualifizierten Jobs, die gibt es eben noch viel, viel weniger als vor 30, 40 Jahren. Das wird also eine Riesenfrustration werden. Ja. Und deshalb müssen wir an der Stelle, glaube ich, sehr viel intensiver uns anstrengen. Frau Papadagi, wie entspricht das, was jetzt von den beiden Herren vorgetragen worden ist, entspricht das auch Ihrer eigenen Erfahrung, nicht nur Ihrer persönlichen, sondern auch aus diesem Umfeld da in Duisburg. Wenn ich das rekapituliere, ich habe sehr lange in Bremen Stadtstaatpolitik gemacht, gab es eine sehr große türkischstämmige Community in bestimmten Stadtteilen. Diese erste Generation, die da kam, die arbeitete auf den Werften. Arbeitete im Stahlwerk in Bremen und sie arbeiteten in der Autoindustrie. Das waren so die drei großen Absorber, ein Teil von ihnen auch noch im Hafenumschlag. So, ein großer Teil dieser Arbeitsplätze ist inzwischen weggefallen. Werftindustrie in Bremen ist tot, die anderen haben stark rationalisiert. Diese Jobs, angelernte Industriearbeiter, sind dramatisch geschrumpft. Und in der zweiten oder dritten Generation konnte man beobachten eine Spaltung. Es gab sozusagen die Bildungsaufsteiger, Aufsteigerinnen, sehr oft junge Frauen. Und es gab einen Teil der männlichen Jugendlichen, die irgendwo ins Abseits gerieten und darauf mit allen möglichen Formen von
gegen Identitätsbildung, würde ich mal sagen, reagiert haben. Wie würden Sie das sagen, beschreiben und was wäre Ihre Antwort darauf? Also ich kann es ähnlich beschreiben. Also als wir damals 81 gekommen sind, bin ich von den 5 Mädchen in unserer Klasse als einzige auf die Realschule gegangen. Danach aufs Gymnasium und die meisten haben mit 16 geheiratet. 80er, 90er Jahre war so. Ist okay. Letztendlich waren sie dann auch nach ein paar Jahren geschieden. Und ich weiß, dass mein Vater sehr groß in der Kritik war, weil er seine Mädels eben weiterhin zur Schule geschickt hat und darauf Wert gelegt hat, dass sie eben einen Berufsabschluss haben, damit sie unabhängig sind. Also mein Vater ist 5. Klasse Abgang, meine Mama ist Analphabetin. Das Einzige, was sie uns gesagt haben, mit gesundem Menschenverstand, macht weiter, schöpft diese Möglichkeiten, wir wissen nicht, wann wir wieder zurückgehen. Und wenn man überlegt, bei 6 Kindern bin ich immer noch, also ich höre mal diese Geschichten von anderen Kollegen, aber ich bin die Einzige, die aufs Gymnasium gekommen ist. Alle anderen waren auf der Hauptschule. Die Mädels haben alle eine doppelte Ausbildung, ich habe halt noch Abi und meine Brüder haben gar nichts. Also die haben bei Thyssen angefangen, haben abgebrochen, haben ihren Weg machen müssen mehrfach, um irgendwann dann zwar ihren Job und alles zu haben. Jetzt ist mein ältester Bruder Busfahrer bei der Stadt, der andere ist wirklich Vorarbeiter bei Thyssen. Es hat alles geklappt. Leider ist einer gestorben mit 19. Aber in vielen Familien, dadurch, dass ich jetzt interkulturelle Pflege mache oder individuelle Pflege mache, bin ich in den türkischen Familien ja zu Hause. Ich bin zu Gast und Pflege und bekomme diese ganzen Geschichten ja mit. Das Einzige, was ich immer gespiegelt bekomme, ist, wie stolz sie sind, dass eine von ihnen, und damit meinen sie mich, weil ihre Kinder es eben auch auf dem Weg nicht so geschafft haben, wie sie sich das gewünscht haben, dass ich selbstständig bin, dass ich ausbilde, dass ich gucke, dass eben, wir haben wirklich fast nur alleinerziehende Frauen, interkulturell, die ich ausbilde, auch weiter. Die fangen als Putzfrauen an und machen dann die Ausbildung, wenn sie wollen, zur 3-jährig examinierten Altenpflegerin bei vollem Gehalt. Weil die sind alleinerziehend, die können nicht von dem Ausbildungsgehalt leben. Und wir investieren halt dann in diese Frauen, damit sie vorankommen. Aber es ist genauso, wie Sie es beschrieben haben, leider. Und wenn wir alle Statistiken uns angucken, dann ist es bei den türkischen Mädels so, dass die Gewinner sind und die Jungs eher die Verlierer sind. Ich finde es nur so schade, dass so wenige sich als positives Beispiel für alle einfach bereitstellen und da auch Motivation machen. Weil ich finde, mit der Chance, die ich bekommen habe, habe ich auch eine große Verantwortung bekommen, die ich heute sowohl für alle Migranten mittrage, aber auch für die Flüchtlinge, die jetzt kommen. Ja? Wo man einfach als Vorbild positiv auftreten kann und sagen kann, ja, mit Bildung kommst du weiter. Und das ist das Entscheidende. Und irgendwie erlebe ich halt bei den türkischen Familien immer wieder, dass da schon eher die Jungs schnell in Arbeit wollen, schnell Geld verdienen wollen, aber auch nicht ausziehen. Ne? Also Vater, Mutter müssen immer noch mitsorgen und die Mädels dann eher den weiten Weg suchen und sagen, ich gehe studieren, ich ziehe aus und suche mir dann am besten auch einen Studiumplatz weiter weg aus. Es verändert sich alles, aber sehr langsam. Sie sind ja ein wunderbares Role Model. Ist denn unser nächstes Podium schon beisammen? Willkommen, ja? Gut, dann halten wir uns jetzt mal an den Fahrplan und kommen hier zum Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr lebendige Gespräch. Ich fand es ganz schön, auch diese Verbindung zwischen lebensweltlichen Erfahrungen, konkreter Praxis und ein paar politischen und gesellschaftlichen Reflexionen und bin gespannt auf das nächste Podium. Vielen Dank.